Okay, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Evolution und ja, gerade leckt's noch ein bisschen irgendwie, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber ich habe das Modpack auch oder den Server auch gerade erst betreten, vielleicht hätte ich noch warten sollen. Ja, wie kann ich denn jetzt hier mal schlafen? Ach so, ich muss direkt in die Mitte klicken immer. Okay, ich dachte nicht, weil da ist ja keine Hitbox direkt von dem Zelt, ne? Wenn man da versucht abzubauen, geht's glaube auch nicht. Oh doch, das ist so eine Mini-Hitbox. Ah, so, okay. Ja gut, dann habe ich das verstanden. Aber hier sind ja zum Beispiel auch noch so Außenhitboxen und ja, das ist irgendwie alles komisch. Auf jeden Fall, was machen wir heute eigentlich? Ich würde sagen, ich hole mir erstmal ja ein bisschen was zu essen, ne? Können wir auf jeden Fall gleich mal machen, damit ich halt dann ja wieder ein bisschen hier nicht mehr so viel Hunger habe, ne? Und hier das alles aussetzen muss. Und geht das jetzt eigentlich, wenn man mehrere Sticks hineinlegt, dass es dann schneller brät? Ich probiere das mal aus. Wenn ich jetzt hier mehrere Mal klicke, ob das dann auch länger hält quasi, daran sieht man es ja dann, ne? Aber es müsste eigentlich so sein, ja doch, jetzt hält das auf jeden Fall länger. Und ja, dann können wir auch noch direkt ein weiteres hinterherlegen. Ist ein bisschen blöd, dass man nicht direkt einen ganzen Stack oder so reinlegen kann, ne? Das wäre natürlich dann noch OP-er, sag ich mal. Aber ja, das wird einem halt auch nicht vergönnt. So, ich tue das jetzt erstmal weg alles, weil ja, da kann ich dann hier die Sachen rausnehmen entsprechend, ne? Ich muss eigentlich immer nur damit rechts klicken. Und ja, dann machen wir das hier mal kurz, ne, würde ich meinen. So, kurz was essen nebenbei, damit ich halt auch hier letztendlich nicht irgendwie überrascht werden kann von irgendwelchen Viechern im Hintergrund, die mich dann auf einmal wegholen. So, ja, den Crafting Rock, das muss ich mir echt mal angewöhnen, den da immer unten reinzulegen, weil den schleppt man dann nur mit sich rum ansonsten, sinnlos, ne. Und ja, dann können wir ja mal nach dem Chest-Upgrade gucken nochmal. Da gab es aber doch noch das ein oder andere Problem. Wenn ich jetzt mal gucke, Chest-Upgrade, ne, Primal Chest Advanced, dann braucht man erstmal die Primal Chest, an für mehr Item. Okay, Darklands Owlcoat Plank, stimmt, das war ja das Problem. Und, ja, aber was war jetzt mit dem Chest-Upgrade? Oder ne, wie hieß das? Upgrade? Das war ja das Storage-Upgrade, so hieß das, genau. Das haben wir ja schon gecraftet tatsächlich. Und die Frage ist, was kann man daraus jetzt machen? Ja gut, noch ein Stone-Upgrade, ne, das ist klar, mit Leder. Und daraus dann, ja, wenn ich da jetzt hier links klicke, ne, rechts klicke, dann kommt da nichts raus, irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Ah, hier kann man sogar eine Säge machen. Ist ja lustig. Aber, ja, bringt uns das was, wenn wir jetzt hier noch aus Stein so eins machen? Oder habe ich das schon? Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich hatte es mir schon mal angesehen, aber noch nicht gemacht, ne? Dann gucke ich mal hier nach dem Ding. Wo habe ich denn das hingetan? Hä, wo ist das hin? Habe ich das verloren durch einen Creeper oder so? Kann das sein? Das wäre ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht mehr da, ne? Das Storage Upgrade. Hä, das hatte ich doch... Hä? Ich hatte das doch. Oder ist das hier? Nee. Hä, wo ist das hin? Oder habe ich das noch dabei? Ah, das habe ich noch dabei. Und ich... Ah, ich hatte es auch schon aus Stone gemacht. Siehst du, wusste ich es doch. Aber, ja, ich weiß halt nicht, was man damit noch dann machen kann. Ne? Das ist so die Frage. Blank Upgrade, okay. Was braucht man denn dafür? Aber, ja, ich habe keine Ahnung davon, ne? Ich guck nochmal bei L. Ja, was können wir denn hier so machen? Hier gibt's ja auch noch einige andere Achievements, ne? Dude, where's my biome? Okay, you need to seek out Darkland Biomes to continue your journey. Ach so, ja stimmt, ich brauch erstmal dieses bestimmte Biom, ne? Dieses, damit ich auch dieses Holz kriege. Aber wie kann ich bitteschön dorthin kommen? Ja, das ist doch die Frage. Da habe ich nämlich keine Ahnung von. Ja, ich weiß auch nicht. Also zurzeit bräuchte ich zumindest sowas, weil sonst müsste ich mir jetzt wieder eine Kiste machen. Aber ich denke mal, ich komme wohl nicht drum rum, ne? Dann machen wir das mal, eventuell. So. Ja, damit ich einfach die Erde zumindest schon mal einlagern kann, die ich noch so habe. So ging das hier, ne, oder? Ich glaube. So, genau, da haben wir die Kiste. Und können die hier noch hinstellen, ne? Ja, ist so die einzige Möglichkeit leider. Aber ich kriege ja die Stacks zumindest immer nachgeschoben, ne? Da gehen die ganz einfach dann hier rein. Ah ja, stimmt, und ich hatte mal ein Omelette irgendwie gekriegt, aber das kann man nicht mal hier reintun. Ist ein bisschen schade. Ja, dann tue ich es halt irgendwo anders hin, ne? Vielleicht da. Ist halt eh nur eins, also ja, muss ich jetzt auch nicht so ein Drama drum machen. Hatte ich schon Karotten und so? Ah ja, dort. Genau. Und hier, ah ja, die Seeds und so und Weizen. Ah ne, Weizen habe ich ja schon verarbeitet, ne?
Das ist dann nicht mehr hier. Aber ich habe auf jeden Fall viel Kram. So, hier die Orchidee. Man kriegt halt irgendwie alles immer wieder. Teilweise. Und ja, das ist schon ein bisschen nervig. So, dann kommen wir mit. Die Tulpen kommen dann da rein, ne? Ach ja, alles mal ein bisschen sortieren hier. Das hätte ich natürlich jetzt auch offscreen machen können. Aber irgendwie kann ich gerade nicht so viel offscreen machen. Ich habe gerade nicht so viel Zeit heute leider, ne? Ist ein bisschen schade. Aber ja, so ist das halt. Und kann man eigentlich Fisch hier dranhängen? Wäre mal interessant. Geht das? Dass es dann gebratener Fisch wird irgendwie? Das wäre nochmal auch eigentlich eine coole Sache. Naja, ich nehme mal mit vielleicht, ne? Beetroot kann man auch mal mitnehmen. Und was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, wäre das Tipi tatsächlich. Auch wenn ich Angst habe, das zu verlieren so ein bisschen, ne? Aber ja, wenn wir jetzt auf eine Reise gehen, brauche ich halt auch einfach solche Sachen, damit ich ja letztendlich ein bisschen Kram dabei habe, ne? Oder die ganze Zeit auch schlafen kann und so. Und nicht darauf angewiesen bin, dass Tag ist. So, ich würde dann noch ein bisschen Holz wegtun, damit ich da nicht gleich wieder alles verliere, falls ich sterbe irgendwie. Was natürlich sehr ärgerlich wäre. Aber ja, man kann es ja dann meistens nicht ändern, ne? Wenn es einmal passiert ist. So. Und da müssen wir dann halt auch irgendwie zurechtkommen. Ich will es natürlich nicht irgendwie herbeibeschwören oder so, oder heraufbeschwören, oder wie man das auch immer nennt. Und ja, ich würde auch mal das Storage-Upgrade dann hier mir sicherstellen, ne? Damit das hier, ja, nicht noch auch noch verloren geht. Also halt wirklich nur das mitnehmen, was wir brauchen. Die Sticks braucht man an sich nicht. Da finden wir bestimmt auch welche unterwegs, ne? Hier das Ding, das kann da auch mal rein, ne? Den einen. Und ja, dann gehe ich jetzt aber wirklich mal los, würde ich sagen, ne? Jetzt gehen wir auf große Erkundungstour. Und ja, vielleicht kann ich aber hier noch ein Thumbnail machen. Weil, ja, ich denke mal, das wäre schon ganz gut. Wovon machen wir mal eins? Ich weiß es nicht. Vielleicht nochmal von hier. Oder so. Ja, keine Ahnung. Wir haben halt echt viel Zeug zurzeit schon. So, bisschen weiter weg, damit man auch noch so ein bisschen den Rest vom Lager sieht. Aber ich denke mal, das ist schon ein gutes Thumbnail. Sowas hatten wir noch nicht. Und ja, zumindest nicht aus der Nähe. So, da können wir dann auch ordentlich schlafen und so. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter weg am besten. Sonst war ich dann doch eher eingeschränkt mit meinen Erkundungen. Aber wir müssen einfach weiter weg, damit wir dieses Biom finden. Oder muss man da irgendwie eine extra Dimension? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Also, eigentlich müsste das auch irgendwie so gehen, dass man das in der Welt findet halt. Und ja, wir können nochmal diese Steine hier mitnehmen, weil die braucht man ja doch immer mal. Ne? Also alles Mögliche, was wir sonst halt nicht craften können, sollten wir jetzt auch mal hier mitnehmen, ne? Und ja, vielleicht auch Essen und so dann noch. Und ah, hier haben wir solche Büsche, die können wir doch sicher auch. Ah ja, Wildberry Bush, die habe ich ja schon mal in der Stadtrundtour gesehen, ne? War ja auch eine ganz coole Sache. Und ja, dann machen wir das mal. So. Mal sehen, in der nächsten Aufnahme habe ich bestimmt wieder dann mehr Zeit auch. Aber diese und nächste Folge muss ich dann jetzt erstmal alles mit aufnehmen, was ich hier auch spiele. Ja, später kann ich dann wieder ein bisschen mehr offscreen machen. Aber ist, denke ich mal, auch nicht so schlecht, ne? Da können wir auch ein bisschen mal hier alles in den Folgen quasi machen. Warum nicht? Und ich hätte eigentlich gedacht, dass ich zumindest schon mal drüber nachgedacht hätte, hier lang zu gehen. Aber irgendwie habe ich bisher immer das komplett abgelehnt, ne? Hier auch hinzugehen. Und oh, guck mal hier. Der verkauft auch Sachen. Da könnten wir uns auch mal umschauen hier. Bei den Villagern. Ob die nicht irgendwie dieses Starkwood-Zeug auch verkaufen. Das könnte natürlich sein. Ja, Firebow, okay. Für Fleece. Und Strings, okay, naja, gut. Ich kann in meinem Dorf mich noch ein bisschen umschauen, ne? Vielleicht nehme ich dann das auch als Thumbnail, ne? Eventuell finden wir ja schon, was wir wollen hier. Das könnte ja immer sein, wer weiß. So, du kommst nochmal her. Nee, die wollen alle immer nur diese schwarzen Blöcke oder so. Ah, die habe ich halt nicht. So, hier war auch schon jemand, da hat schon jemand einen Villager eingesperrt. Was tradet denn der? Wahrscheinlich was Interessantes oder so, denke ich mal. Lead, unfamiliar item, okay, die kann ich eh noch nicht nutzen. Ja, gut, ein bisschen Kram halt. Und ja, irgendwie gibt's ja keine Zäune, oder haben die mitgenommen? Ja, bestimmt mitgenommen, ne? Weil man Zäune noch nicht craften kann oder so, das könnte sein. So, hier, Flaked Flint irgendwas. Okay, nice. Ja, also gibt's noch ein paar Sachen, aber ich glaube, da gibt's jetzt auch nicht das Beste oder so. Ich gehe dann lieber doch nochmal weiter. Und ja, ich muss mir aber merken, wo ich herkomme tatsächlich, ne? Wo war denn der Spawn? Warte mal, Chunk Relative.
Ach, man sieht die Koordinaten gar nicht. Man sieht nur die Chunks. Hä? Nee. Man sieht nur die Koordinaten innerhalb des Chunks. Na, das ist ja dumm. Also, hä? Als ob man das auch noch nicht sieht. Ey, das ist ja... Das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Also, ganz ehrlich. Da muss man sich ja noch normal zurechtfinden, ey. Na, ich hoffe, dass ich das noch finde, ne? Aber ich nehme es ja zum Glück alles mit auf, ne? Da hat man ja dann zumindest mal eine Chance noch. Aber gut, ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Und ja, das wär's erstmal. Tschüss von dieser Folge.